Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Bunker. Und kennt ihr diesen Moment? Ihr seid kurz davor, etwas richtig Geiles zu essen. Bei mir ist es der Fall, ja. Eine Aufnahme noch und dann kann ich mir erstmal diesen wunderschönen, halb ausgekieten Salat gönnen. Blub. Voll gut. Mit Soße, Tomate, Ei, Fleisch und Grünzeug, was rausgekiet wird. Na egal, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Ich habe jetzt hier 4 Folgen am Stück aufgenommen. Will jetzt hier erstmal die letzte sein. Ich nehme für diese Folge und über Silvester auf, weil ich nicht weiß, wie gut ich Silvester drauf sein werde. Also nach Silvester. Ich bin jetzt schon ein bisschen krank. Wenn man noch Silvester feiert, dann... Ja. Man sollte das... Willst du mich verarschen? Ich musste mal gucken, ob ich irgendwie die Hardware dafür runterladen muss oder sowas. Ne, irgend so eine Software oder sowas. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Man sollte auch seine... Why would I give you a way out, Margaret? You and the little rat are not going to leave. You're not going anywhere. We're all gonna die down here. John, no! Bam! Was? Gut. It's okay. No one can hurt us. I did it. I killed him. Das ist er amok gelaufen, okay. Ich muss sagen, ich finde das gerade echt alles ein bisschen spannend und interessant. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Scheiß. Ah. Lol. Da ist so ein Vieh. Wieder. Geh mal, lehn dich mal zur Seite. Oder ist so eine... No authorized persons are allowed with this area. I don't have much time. Cooling system exit. So, uns erstmal hier. Ich brauch die Schlüssel, ne? Muss the commissioner had the key. Ja, der wurde da reingeschleift, kann das sein? Ja. Auch sonst. Jetzt kommt der PIN-Code, glaube ich, von ganz von Anfang. Oh, doch nicht. Ah, gut, wir haben anders, alles klar. Okay.
It's over. We're safe here. And that's all that matters. As long as I'm here, I'll look after you. Nothing can hurt us now. Yes, Mom. I love you, John. Krasse Erinnerung. Und was jetzt? Was ist das Passwort? I need the code. Blood. Okay, zurück komme ich nicht. Heißt, den Code muss es hier irgendwo geben. Boah, warte mal. Boah, ich hab dir da jetzt was aufgeschrieben. So, ich versuch jetzt einfach mal. I don't know the code. Sieben, acht, neun vielleicht? Drei? Clear? Weg? What's the code? Need the code. Lord. There's blood on the keypad. I don't know the code. Maybe I can work out the code. Ja, ich bin auch dabei. The code. There's blood on the keypad. I need the code. Maybe I can work out the code. I don't know the code. Okay, Moment, das ist ja Schwachsinn, was ich hier mache. Der erste Finger, der war am stärksten mit Blut beschmiert. Heißt, das war der. Dann kommt der, dann war weniger Blut dran. Dann kommt der, da war noch weniger Blut dran. Dann kommt der, da war gar kein Blut dran. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Es tut mir unfassbar leid für meine Inkompetenz. Awakenings. Bam, bam, bam. Yo. Oh Gott, wo liegt er denn? Vor allem so einer scheiß Kühltruhe, weißt du, der bleibt für eine Ewigkeit erhalten. Oh nein. What the fuck, wo ist denn der hin? Oh, ich hasse sowas. Oh mein Gott. Oh, Robin Spiel can't drive this. Und da hat er beschlossen, auf die Jagd zu gehen. Okay, interessant. Ey, wenn der jetzt noch lebt, ne, dann springe ich aber im Dreieck hier. Er kann gar nicht mehr leben. Wer ist so ein 60-jähriger Opa? Was war das denn? Hammer eklig. Geschafft.
Schlimme ist, weißt du, wenn ich so Angst kriege, dann gucke ich so immer nur links auf die Aufnahme, weil so ein kleinerer Bildschirm ist. Im Endeffekt bringt mir dann gar nichts. Erschrecken will ich mich ja sowieso. Gott sei Dank flackert das Licht. Boah, Alter. Boah. Oh, nee. Das Schlimme ist ja auch, das ist halt sowas, so eine andere Form von Spiel. Ja, es ist so ein echter Typ, den man da steuert. Und der wühlt in irgendeiner zusammengerührten Pampe rum. Ich meine, klar, ist keine Leiche und so, ne? Aber. Okay, ich muss jetzt hier irgendwas machen. Ich frage mich, warum ihn diese Gesichter verfolgen, weil im Endeffekt... Alter. Im Endeffekt hat er ja nichts damit zu tun gehabt, weil ich... Der haut sich jetzt irgendwie die Schere, die er sich so als Schiene gemacht hat, irgendwo rein. Hot. When you reach level 5, find the ventilation hatch. Look for the hot pipe, but make sure it's the one with the warning label, John. Then open the top, be careful. Then you run back to me as fast as you can. As fast as you can, John, promise me. I promise. You've got this. You understand. You'll remember. Good boy. Be careful. Okay. Oh, ich glaube, da hat man kurz den Schatten vom Kameramann gesehen.
Wieso? Dann hat also unsere... LOL. Unsere Mutter hat alle gekillt. Wieso? Hat sie selbst gemerkt, dass wir nicht mehr mit dem Essen haben für 20 bis 30 Jahre, bis die Radiation halt zu Neige geht? Unsere Mutter hat alle gekillt. Krass. Okay, wartet mal. Wir sind echt schon krass drüber. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, normalerweise wäre ich jetzt schon fertig. Ich mache gleich einfach weiter. Ich glaube, ich spüre es heute durch. Ganz ehrlich. Das ist mega cool gerade. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Keine Panik, ihr werdet genau, es wird genau da weitergehen, wo es jetzt aufgehört hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.